Hallöchen, ihr Lieben. Es ist, was haben wir heute? Dienstag. Es ist Dienstag. Ja, Ferien bei den Kindern. Mein Mann hat Urlaub, also baut er hier ein bisschen was weiter an seinem Carport und an der Terrasse und so. Draußen ist es gerade schön. Es ist ein bisschen frisch. Also ich finde, das ist bei 11 Grad so doch ziemlich kalt. Deswegen habe ich auch eine dicke Jacke an. Hier werde ich gerade umgerannt wieder. Und meinen Vierbeiner. Ja, ich habe heute nicht wirklich viel gemacht. Eigentlich hatte ich vor, Fenster zu putzen, aber die Sonne hat so hier auf die Fenster drauf geknallt, dass ich das jetzt mal gelassen habe, weil das habe ich schon ganz oft gehört von allen möglichen Leuten, man sollte nicht bei so Sonnenschein Fenster putzen, weil man das, habe ich auch selber schon mehrmals gemerkt, die Streifen kriegst du nicht weg. Irgendwie trocknet das dann zu schnell, wenn die Sonne so drauf wärmt und scheint. Ja, aber ich habe mir gedacht, ich zeige euch ein bisschen den Garten, wie es jetzt im Herbst hier bei uns aussieht und was hier gerade ein bisschen so gemacht wird. Ja, und ansonsten wird heute hier auch nicht wirklich was passieren. Ich muss nicht kochen. Ja, deswegen nur Garten heute ein bisschen. Genau, das ist jetzt, so sieht's aus. Der Carport, der muss natürlich noch fertig gemacht werden. Dirk überlegt gerade noch, was er da alles machen kann. Na, als Verkleidung, welches Material er nimmt, welches Holz am besten. Aber jetzt hat er gestern früh diese Umrandungen geholt bei Hagebau und macht gerade weiter mit hier den Gehweg und hier die Stufen von der Terrasse fertig, ne, damit man nicht mehr hier in die Sandkiste runter geht. Was ich immer noch sagen kann, also ich bin immer noch begeistert von meinen Blumen. Also ich habe nicht gedacht, dass sie dieses Jahr echt so lange und so gut alle blühen. Hier, da fängt es wieder an. Da sind ja schon wieder neue Knospen. Das blüht wieder von vorne. Ne, also das ist klasse, genauso wie da unten. Das blüht auch alles wieder. Oder immer noch und weiter. Und da sitzt Carlos. Hey, Großer. Ist der nicht schön? Jo, genau. Hier noch mehr Blumen. Ja. Die Blumen, die blühen. Oh, da frisst noch einer. Genau, das ist jetzt Junior. Heute haben wir die Wäsche auch draußen aufgehängt. Ja, die Fenster, die sehen natürlich zum Fürchten aus. Also das ist wieder richtig schlimm. Obwohl ich die vor gar nicht so langer Zeit geputzt habe. Aber ich muss das jetzt auf jeden Fall noch vor dem Winter noch einmal putzen. Vor allem so hier, das sieht auch wieder, ne, man sieht das richtig schlimm dreckig. Und ich wollte wenigstens erstmal von außen die sauber machen. Ich denke mal, vielleicht morgen, übermorgen, lasse ich jetzt vom Wetter abhängen. Die Geranien hat mein Mann jetzt schon ausgebuddelt. Die werden jetzt hier irgendwo überwintern, damit sie nicht kaputt gehen und werden dann nächstes Jahr wieder ausgepflanzt. Ja. Und was ich jetzt euch zeige, das ist irgendwo auch ein bisschen traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich gerade gesehen, was Dirk da jetzt macht. Und wo? Ich kriege ein bisschen Wehmut. Guckt euch die Spielgeräte da an. Ne? Die hat er selber vor, was weiß ich, wie vielen Jahren gebaut. Da ist unser Rutschturm. Ne? Und dann da sind so Schaukeln und das Stelzenhaus und alles. Und jetzt ist es alles morsch und kaputt. Und ich weiß, was machst du eigentlich damit? Alles jetzt weg? Oder lässt du das erstmal stehen und machst neue Leiter für den Kleinen? Und die Rutsche? Oder? Okay, dann musst du noch mehr neu machen. Ja, das ist jetzt das, was unsere Kinder so gerne bespielt haben, als sie klein waren. Aber jetzt sind sie alle groß. Guck mal, das ist alles nicht mehr so gut. Da liegt die Rutsche. Ne, da müsste man aber einiges neu machen. Im Laufe der Jahre hat Dirk ja schon einiges neu gemacht. Ne? Also
Die Leiter, der Fußboden, alles wurde schon einmal neu gemacht, auf jeden Fall. Aber hier ist es alles morsch. Guckt euch das an, ne? Also da kann man gar nicht mehr schaukeln. Da, ich glaube nicht mal ein 5-jähriges Kind. Da bricht der Balken gleich durch. Ne? Hier oben. Ja. Das ist nicht mehr so schön. Ja, was hier jetzt passiert ist, ihr habt ja gesehen vorher, also die letzten Male, hier war Dschungel. Ne? Die ganzen Äste, die unteren von den Tannen. Man konnte ja hier gar nicht jetzt nach hinten durchgehen. Aber jetzt kann man hier richtig spazieren gehen. Oh, das ist aber richtig hier. Guckt euch das an, das ist ja, ich stehe gerade unter meinen Tannen. Direkt runter, hier war vorher wirklich Dschungel, aber jetzt guckt mal, wie viel Platz hier wieder ist. Da sind die ganzen Äpfel von dem großen Apfelbaum. Müsste man eigentlich gucken, was davon noch brauchbar ist. Ja, aber Dirk hat jetzt hier die ganzen Äste weggemacht. Und man kann hier jetzt tatsächlich wie in so einem Pavillon sitzen. Das ist voll schön, aber hier ist es wirklich, alles ist morsch und kaputt. Im Laufe der Jahre, die letzten Jahre hat es keiner mehr benutzt. Ja, hier hinten ist sowieso die letzten Jahre tatsächlich ungenutzter Platz, ganz viel. Ja, da werden noch mehr Äste weggemacht. Hier hat er auch am Teich alles weggemacht, die ganzen Dschungel. Ne? Hier war auch hohes Gras und so. So dass man hier jetzt auch gut gucken kann. Aber im Teich ist gar kein Wasser, so dass das ganze abgeschnittene Zeug von den Bäumen und Ästen, hier zum Beispiel die Trauerweide war hier, ne, und hier in der Ecke hier hat er auch weggemacht. Alles wird jetzt hier in diese Kuhle, wo eigentlich der Teich sein sollte, reingeschmissen. Aber guckt euch das an, wie das hier bei uns aussieht hinten, ne? Das ist hier wie in einer anderen Welt gleich. Wenn man so das Haus nicht sich anguckt, sondern nur diese Ecke, könnte man nicht glauben, dass man hier jetzt auf einem Grundstück ist, ne? In einem Garten, sondern irgendwo in einem Wald, Dschungel. Aber voll schön. Wenn ich überlege, das war alles so klein, als ich hier in dieses Haus reingezogen bin. Vor 21 Jahren haben wir uns kennengelernt, ne? Gerade am Samstag hatten wir genau unseren 21-jährigen Kennenlerntag. Da war wirklich nichts. Die Büschchen, die waren winzig klein. Hallo Tiger. Ne? Und jetzt ist das alles riesengroß. Diese Tannen, die waren vielleicht 1 Meter und ein bisschen, ne? Wenn es hochkommt. Und jetzt sind sie höher als unser Haus. Ne? Also so, Haus, Miu, Tannen. Jo. So sieht's aus. Ne? Also das ist im Laufe dieses 21 Jahre alles so schnell. Also schnell. Die sind so schnell vergangen. Ne? Da ist meine Gemüsebeete mit ein paar neuen Beeten dazu. Hat Dirk jetzt, denke mal, im Winter wird er mir noch 1 oder 2 bauen. Und vielleicht Gewächshaus. Das werde ich vielleicht doch jetzt durchboxen, dass ich ein richtiges Gewächshaus kriege. Einfach mal aus diesen Platten. Also es muss ja nicht diese extra schon Konstruktion gekauft werden. Einfach nur günstig solche Platten kaufen oder sowas und dann machen. Ja, das ist unser Holz für Winter. Das ist natürlich noch nicht alles. Es kommt noch mehr dazu, denke ich mal. Das wird nicht reichen, aber wir haben schon mal Kamin angehabt dieses Jahr. Was ich aber jetzt unbedingt gucken wollte, eventuell gleich auch abernten, wenn da noch was drin ist. Ui, das hier. Ich glaube nicht, dass meine Tomaten noch was werden, wenn sie hier jetzt drinnen bleiben. Ich denke mal, ich werde sie jetzt einfach mal abrupfen und an einer dunklen Stelle irgendwo zu Hause hinlegen zum Nachreifen. Weil, wenn ich jetzt hier mich irgendwie durchschlängeln könnte, hier steht nämlich eine Schubkarre. Und Zeug schon, hier wird schon wieder für den Winter alles möglich eingeladen. Würde ich auf jeden Fall das alles hier, guckt euch die an, die sind wunderhübsch, ne? Die richtig schön groß, aber die werden nichts mehr. Das wird nichts mehr, ich glaube das nicht. Hier sind ein paar, die werden schon langsam rot. Aber es ist einfach auch zu kalt. Wenn ich die jetzt hier drinnen lasse, dann war es das. Ne? Deswegen werde ich jetzt einfach mal die Tomaten, die esse ich jetzt, einfach mal abrupfen.
Und die eine andere Sorte hier, die sehe ich auch. Also es ist nichts geworden dieses Jahr. Also ich finde, so viel Mühe, wie ich mir gegeben habe mit dem Garten, ist es echt traurig jetzt so. Ich werde das nächstes Jahr zwar nochmal versuchen und wieder versuchen und machen, aber ich hoffe dann einfach auch, dass es auch was klappt. Ne? Außer ein paar Tomaten und zwei, drei Gurken habe ich aus diesem Gewächshaus dieses Jahr nichts gehabt. Oh, ich kriege Besuch. Guckt euch das an. Weg ist er. Ja, hier sind ein paar Tomaten, die sind tatsächlich reif geworden. Und der Rest, den Rest kann ich vergessen. Meine Petitions sind nichts geworden, die gelben Zucchini auch nichts. Ja, also, die muss ich nächstes Jahr auch irgendwie anders machen. Hier hängt eine kleine einsame Gurke noch. Ich weiß nicht, ob ich die hängen lasse oder doch auch mit reinnehme. Die Auberginen sind nichts geworden, die Paprikas. Hier blüht was sogar. Das blüht sogar, aber was soll mir das bringen jetzt in Oktober, Mitte Oktober? Ne? Genau wie die Tomaten blühen noch überall. Das ist alles Quatsch jetzt. Also ein bisschen enttäuscht bin ich und traurig schon. Na gut, jetzt ist das wirklich mutiert wieder alles zur Abstellkammer, deswegen muss ich es dringend machen. Ich hole gleich einfach eine Schüssel und vielleicht Isabelle oder jemanden. Und rupfe mir das Ganze ab. Und nächstes Jahr hoffe ich wirklich sehr, sehr stark. Moment, ich gehe lieber raus. Dann kann ich mit euch nochmal reden. Ja, hier. Was gibt's? Ja, nächstes Jahr hoffe ich wirklich sehr stark, dass ich einfach mal ein vernünftiges Gewächshaus bekomme. Es muss nicht groß sein. Es muss wirklich so für ein paar Pflanzen nur. Aber ein vernünftiges, also mit durchsichtigen Wänden auch, ne? Und nicht so einfach nur provisorisch in einem Schuppen, wo man das Dach halt durch diese durchsichtigen Platten ersetzt hat. Ist zwar auch ganz gut, erfüllt zwar auch manchmal seinen Zweck, aber ich möchte schon wirklich ein richtiges Gewächshaus haben. Ja, ich hoffe, Dirk macht das dann auch jetzt im Winter oder Materialien nach und nach besorgen. So dass ich dann nächstes Jahr das auch ein bisschen besser vielleicht hinkriegen kann. Das sind so die Pläne, das ist eben, ne? Der Herbst kommt jetzt, die eine Gartensaison neigt sich dem Ende zu, da plant man schon die nächste. Ich überlege auch schon, demnächst wieder meine Freundin Irina zu überfallen und ein paar Samen bei ihr zu holen für nächstes Jahr. Ne, so von ihren Tomaten und so, ne, was sie da alles hat. Ich habe euch ja gezeigt, was die für einen Garten hat. Das ist natürlich mein Garten, kann dagegen einpacken. Ist ja gar nichts. Das ist jetzt so der Plan. Mal sehen, was da draus wird. Das hängt ja auch natürlich alles davon ab, wie es mir geht, was sich jetzt alles noch entwickelt, wie es noch kommt. Heute saß ich den ganzen Tag im Haus am Telefon oder in der Nähe vom Telefon, weil meine Ärztin heute früh angerufen hat und meinte, sie ruft mich gleich nochmal an, wenn sie die, hat erstmal mich gefragt, wie sind die Werte? Ich sage, sie haben einen Fax bekommen. Und dann meinte, ja gut, dann gehe ich gleich und gucke mir das an und dann rufe ich sie nochmal an. Jo. Nichts. Sie hat nicht zurückgerufen oder nochmal angerufen. Ärgert mich jetzt ein bisschen, weil ich wirklich nicht weit mich vom Telefon entfernt habe die ganze Zeit und auch nicht so, okay, ich hatte auch nicht so großartig was anderes heute vorgehabt, irgendwo hinzufahren, zu gehen oder sonst was. Ja, aber trotzdem ist es ein bisschen doof, ne? Wenn sie sagt, sie ruft mich an und das dann nicht tut, ein bisschen ärgerlich. Naja, ich habe euch jetzt ein bisschen meinen Garten gezeigt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn irgendwelche Vorschläge, Tipps und so für mich habt, dann immer her damit. Oder vielleicht hat jemand von euch irgendwelche besonderen Samen für mich, irgendwelche Pflanzen, was weiß ich, Tomaten, besondere andere Gemüsesorte oder sowas oder Ideen, was ich noch hier machen könnte. Dann immer auch her damit und ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.